Hey Leute, ich habe lange nichts mehr zur Thematik Wolf gemacht. Das hatte auch seinen Grund oder hat auch noch seinen Grund. Denn hier auf YouTube gibt es leider Gottes immer wieder Leute, ich will sie mal als Fans bezeichnen, die sehr gerne Kontakt zu mir hätten und sich mit der Thematik Wolf austauschen möchten. Nur ich muss da einfach sagen, ich muss da irgendwo eine Grenze ziehen, weil ich habe ja nun mal auch ein normales Leben und ich habe mein Netzwerk, was stetig wächst und sich auch stetig immer verdichtet. Und es ist sehr schwer, dann jemanden von außen noch dazu zu nehmen. Es tut mir leid, aber das geht nicht anders. Und da muss ich also auch entsprechend dann reagieren. Daher weniger Videos zur Thematik Wolf. Wird sich vielleicht jetzt ändern. Warum ich das Video mache, ist die aktuelle Situation in den Niederlanden. Da gab es jetzt zwei Vorfälle. Ich möchte es mal mit zwei Vorfällen katalogisieren. Der eine Vorfall oder der erste, der ist der gewesen, dass in den Niederlanden beim Spazierengehen ein angeleinter Hund durch einen Wolf verschleppt wurde und höchstwahrscheinlich auch getötet wurde. Tja, was in den Medien hier nicht dazu zu lesen war, ist Folgendes, dass dieser Spaziergang mit dem wohlmerklich angeleinten Hund in einem bekannten Wolfsgebiet stattgefunden hat und dass man auf Welpen gestoßen ist und der Hund an einer relativ langen Leine gehalten wurde. Man hatte den Hund an die Welpen gelassen. Und dann ist letztendlich eins passiert, die Wölfin hat sich zur Wehr gesetzt und wollte ihre Welpen halt verteidigen und hat den Hund letztendlich getötet. Wer ist schuld? Nicht der Wolf, auch nicht der Hund, sondern der unbelehrbare Mensch. Ja, das schlägt immer wieder Wellen. Aber jetzt in den letzten Tagen und auch in den letzten zwei Wochen hat es Vorfälle gegeben mit Kindern. Zum einen wurde ein Kind leicht gebissen. Man kann hier eigentlich nicht von einem Biss sprechen, weil die Haut nicht beschädigt wurde. Es trat kein Blut aus. Aber man konnte die DNA sichern und man weiß mittlerweile auch, dass es ein Wolf war. Und es gab weitere Vorfälle, wo halt Kinder von einem Wolf umgeworfen worden sind. Und dieses Tier ist, so muss man es sagen, auffällig im negativen Sinne. Dieser Wolf wird dem Menschen nichts tun, denn was macht er? Er bettelt um Futter. Genau dieses exakte Verhalten, wie das jetzt mehrfach in den Niederlanden passiert ist, kennen wir aus anderen Fällen. Wir haben einen berühmten Fall hier in Deutschland, Kurti, und es gab einen ähnlich gelagerten Fall in Polen an der ukrainischen Grenze. Die sind sehr gut dokumentiert. Diese beiden Tiere mussten bekanntermaßen entnommen werden, um eben keine Gefahr für den Menschen darzustellen. Was ist denn mit solchen Tieren? Ist relativ einfach. Der Wolf ist ja nun mal gewohnt, eigentlich zu jagen. Und junge Wölfe haben natürlich noch nicht den Jagderfolg, wie es alte, erfahrene Tiere haben. Da muss er sich rantasten, das muss er lernen. Und jetzt ist dieses Tier irgendwann einmal durch den Menschen angefüttert worden. Und hier findet eine Konditionierung statt. Diese Konditionierung bringt den Wolf dazu zu sagen, hey, oder das zu verknüpfen, hey, der Mensch, wenn ich Hunger habe, dann gibt der mir Fressen. Von dem habe ich schon mal Fressen bekommen, also kriege ich jetzt wieder Fressen. Und daher wendet er sich in seinem Hunger an den Menschen und bettelt mit diesem vermeintlichen, oft genannten Biss, das ist ein Kneifen, an den Mensch mit der Aufforderung, hey, gib mir bitte was zu fressen. Das ist natürlich fatal und letzten Endes, wer ist hier wieder schuld? Nicht der Wolf, auch nicht das Kind, sondern der Mensch, der eben angefangen hat, diesen Wolf zu füttern und letztendlich ist dieses Tier dann mit dem Moment, wo es eben diese Verknüpfung herstellt, Futter und Mensch, ist es dem Tod geweiht, weil ein solches Tier kann man in der Natur nicht belassen. Das muss man leider entnehmen, um halt gefährliche Situationen
ja, zu vermeiden. Gefährlich wird dieser Wolf für den Menschen eigentlich nicht, denn er wird ja nicht die Quelle seiner Nahrung töten. Er weiß ja nur, ich erhalte von diesem Menschen Futter und deswegen bettle ich den an. Der Mensch gehört definitiv in Europa nicht zum Beutespektrum des Wolfes. Denkt mal drüber nach und schaut euch daher mal ganz genau auch die Medienberichterstattung zu dieser Thematik an.